Vom Milliardär zum Millionär über Nacht. Kanye Wests Ruf und sein Kontostand sinken rapide. Hier ist das Neueste. Die heftigen Reaktionen auf die antisemitischen Äußerungen von Kanye West haben seinem Bankkonto einen schweren Schlag versetzt. Laut Forbes war die Entscheidung von Adidas, die Zusammenarbeit mit Yee zu beenden, die den Yeezy-Schöpfer seines Milliardärstatus beraubte. Das Unternehmen erklärte in einer Presseerklärung: Adidas duldet keinen Antisemitismus und keine andere Art von Hassrede. Nach einer gründlichen Überprüfung hat das Unternehmen die Entscheidung getroffen, die Partnerschaft mit Yee sofort zu beenden, die Produktion von Produkten der Marke Yeezy einzustellen und alle Zahlungen an Yee und seine Unternehmen zu stoppen. Yees lukrative Partnerschaft mit der Sportbekleidungsmarke hatte sein Nettovermögen um geschätzte 1,5 Milliarden Dollar in die Höhe getrieben. Und jetzt ist er nur noch 400 Millionen Dollar wert. Der Schritt von Adidas erfolgte, nachdem Yee im Podcast Drink Champs damit geprahlt hatte, dass das Unternehmen den Geschäftsvertrag mit ihm wegen seiner antisemitischen Äußerungen nicht beenden würde. I could say anti-Semitic things and Adidas can't drop me. Billboard berichtet, dass das Podcast-Interview inzwischen entfernt wurde, mit dem gleichen Schicksal wie die Yeezy-Produkte in den Regalen von Foot Locker. Unterdessen erklärte das Luxusmodelabel Balenciaga gegenüber Women's Wear Daily, dass es keine Pläne hat, wieder mit West zusammenzuarbeiten. Die Talentagentur CAA ließ ihn ebenfalls fallen, wie Deadline berichtet. Und ein Insider erzählte Page Six, dass sowohl Vogue als auch Chefredakteurin Anna Wintour die Beziehung zu Yee abbrechen. Der mediale Feuersturm begann, als West extrem antisemitische und gewalttätige Meinungen auf Twitter verbreitete, weshalb er von Twitter suspendiert wurde. Ari Emanuel, CEO von Endeavor, forderte daraufhin Unternehmen auf, die Beziehungen zu Yee zu beenden. In einem Kommentar in der Financial Times schrieb Emanuel: Diejenigen, die weiterhin mit West Geschäfte machen, geben seinem fehlgeleiteten Hass ein Publikum. Schweigen und Untätigkeit sind keine Option. Er bot außerdem an, Yee dabei zu helfen, sich über die Auswirkungen seines Verhaltens und den Schmerz, den er verursacht hat, zu informieren. Am 27. Oktober 2022 sprach Kanye West auf Instagram die Auswirkungen seines Antisemitismus auf seine Finanzen an, entschuldigte sich aber nicht für sein Verhalten und nahm Emanuels Angebot zur Bildung nicht an. West postete: Ari Emanuel, ich habe 2 Milliarden Dollar an einem Tag verloren und ich bin noch am Leben. Dies ist eine Liebesrede, ich liebe dich immer noch. Gott liebt dich immer noch. Das Geld ist nicht das, was ich bin. Die Menschen sind es, wer ich bin. TMZ berichtete, dass Yee einen unangekündigten und unwillkommenen Besuch im Skechers Hauptquartier abstattete, nachdem er von Adidas vor die Tür gesetzt wurde. Doch er schien nicht allzu besorgt darüber zu sein, sein finanzielles Ausbluten zu stoppen, denn er teilte auf Instagram einen Screenshot einer parodierten Schlagzeile, auf der zu lesen war: Yee hat Berichten zufolge die Beziehungen zu Kanye West abgebrochen. Bislang ist nicht bekannt, ob sich seine finanziellen Verluste auf seine Pläne zum Kauf der rechtsgerichteten Social-Media-Plattform Parler ausgewirkt haben. Im Anschluss an seinen an Ari Emanuel gerichteten Beitrag lud Kanye West ein weiteres Bild auf Instagram hoch. In diesem Fall offenbar ein Screenshot eines Beitrags von 50 Cent mit einer parodierten Schlagzeile. Curtis Jackson hat Berichten zufolge die Verbindung zu 50 Cent abgebrochen. 50 betitelte seinen Post: Ich werde gerade jeden los, der mich so fertig machen kann wie Kanye. Daraufhin schrieb Yee auf Instagram: Wir haben Donda Schulentwürfe, die wir mit 50 in Houston bauen müssen. Mit Donda bezieht sich Yee vermutlich auf seine Donda Akademie, die der Rapper im Zuge seiner antisemitischen Kommentare ebenfalls verloren hat. Laut Pitchfork wurde die Privatschule für den Rest des Schuljahres abrupt geschlossen, obwohl sie für die Gottesdienste geöffnet bleiben wird. Die plötzliche Schließung der mysteriösen Akademie erfolgte, nachdem ein Bildungsberater nach Yees Todesschwindel-Tweet gekündigt hatte und das junge Basketballteam der Schule von 2 Turnieren ausgeladen wurde. West scheint sich keine Sorgen um seinen größten Karriereknick zu machen, aber die Auswirkungen seines Antisemitismus zeigen keine Anzeichen dafür, dass er aufhört. Und die Enthüllung über Yees angebliche lange Geschichte antisemitischer Äußerungen auch nicht. CNN hat berichtet, dass eine ungenannte Führungskraft aus der Wirtschaft, die früher mit Yee gearbeitet hat, behauptet, der Rapper würde oft Adolf Hitler loben und wollte sogar ein Album nach dem Nazi-Führer benennen. In der Zwischenzeit hat die Footballmannschaft von Texas A&M angekündigt, dass sie während der Spiele keine Musik von West mehr spielen wird. Eine Galerie in Miami verklagt den Rapper wegen ausbleibender Zahlungen und ein Wandgemälde von Yee in Chicago wurde übermalt. Selbst wenn der Rapper sich in seinem nächsten Social-Media-Posting ausführlich und von Herzen für seine antisemitischen Äußerungen entschuldigt, scheint es bereits zu spät zu sein, um noch etwas von seinen Einnahmen oder seinem Image zu retten.